So, herzlich willkommen wieder zurück zu einem Foto von Fokus Gamerhaus. Ja, schön, dass ihr da seid, auch die Leute an Twitch und YouTube. Ja, Theft Auto 5 normal. Mir ist nämlich aufgefallen gehabt, dass ich die ersten beiden Parts auf meinem alten YouTube-Kanal, den ich damals eröffnet habe, gemacht habe. Und abgesagt habt, das geht so nicht. Ich brauche auf jeden Fall die ersten paar Parts. Das wird so von 1 bis 3 werden. Damit ich dann halt eben wieder das Spiel komplett habe. Und außerdem ist es mal wieder schön, altes Spiel hervorzuheben. Ich sag gleich was dazu. Ludendorff, Norden, Jenken, vor 9 Jahren. Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Ah, finally! Just don't do any crap! Oh. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Und komm, machen wir auch gleich. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel vor 7 Jahren, ungefähr 7 Jahre ist jetzt her, das erste Mal gestreamt, damals noch, wo ich auf YouTube aktiv war. Oder mehr aktiv, bin ja immer noch auf YouTube da, aber halt eben zum Livestream. Und wie gesagt, ich habe die ersten Parts von GTA 5 auf meinem alten Kanal, also den Kanal, den ich davor hatte. Und da habe ich mir gesagt, das geht so nicht. Und außerdem würde ich jetzt gerne nochmal zumindest den Part 1 bis 3 mit euch absolvieren. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Ja, Hintergrundinformationen kennt ihr natürlich, ist bei mir immer gang und gäbe. Und nicht wundern, wenn die anderen Parts dann in einem GTA-Ordner ja, 7 Jahre alt sind. Das war dann auch auf PS3 Zeit. Also ist schon eine Weile her. Ist aber auch in einer guten Qualität. Soweit es geht, wie ich noch eine Erinnerung habe. So, auf jeden Fall Hintergrundinformationen zu Grand Theft Auto 5, kurz GTA 5. Ist ein Open-World-Computerspiel, hat auch eine geile Story mit drei Hauptcharakteren. Einmal Franklin, einmal Trevor und einmal Michael. Die werden wir dann näher dann auf jeden Fall noch kennenlernen im Laufe der Geschichte. Ja, das Computerspiel ist von dem schottischen Studio Rockstar North entwickelt worden. Die weltweite Veröffentlichung von Rockstar Games. War dann PlayStation 3, Xbox 360 am 17. September 2013. Dann ist somit auch der fünfte Teil der Grand Theft Auto-Reihe. Spielen du das hauptsächlich in der Stadt von Los Santos, also in Klammern Los Angeles. Also Südkalifornien auf jeden Fall. Kam das Spiel dann so für einen PC auf jeden Fall auf den Markt. Ich glaube November 2015. Eigentlich wollen sie September machen, aber okay. Und bis jetzt, bis März 2024, also wie gesagt, schon ein paar Jährchen her, hat dieses Spiel über 90 Millionen Einheiten beziehungsweise ist verkauft worden. Ist schon ein starkes Stück. Also knapp ein Umsatz von roundabout 6 Milliarden US-Dollar. Also schon nicht schlecht. Muss auch selber sagen, wir sind hin und wieder noch, also ich mit meiner Truppe sind auf jeden Fall, und Crew sind noch hin und wieder aktiv. Gerade weil ja immer online ein neues DLC rauskommt oder sowas. Dann kann es dann da sein, dass wir hier und ab mal auf jeden Fall ja, online unterwegs sind. Und meiner Meinung nach ist es eines immer noch der besten Spiele mit. Weil es aktiv recht gut läuft. Man hat so viel Auswahlmöglichkeit, was man machen kann. Also ich sag mal dann online-mäßig vom Tennis, vom Autorennen, von Golfspielen, Missionen machen, Raubüberfälle machen oder einfach nur so Tuning-Treffen mal. Mittlerweile gibt es auch schon, gibt's schon eine gute Weile Roleplays, wo Leute sich praktisch
einen eigenen Charakter sowieso erstellen, aber halt eben auch einen Job haben und denen dann nachkommen müssen oder eigene Storys machen. Oder es gibt sogar GTA Cinematics, also es sind so Kurzclips, Filme auch mittlerweile auch, die keine Ahnung, Hollywood-Blockbuster nachgespielt haben. Sind wir auch, beziehungsweise bin ich auch mit vertreten. Da konnte ich damals zweimal richtig gut mitmachen und zweimal bei dem ZockerTV 2013, der ja auf YouTube ist, ist auch die Verlinkung auf jeden Fall danach nicht da. Da haben wir zum Beispiel Fast and Furious nachgemacht gehabt, den kompletten Film. Gibt es sowohl in Deutsch und auch in Englisch. Und die Locations ausgesucht. Und ein Mammutprojekt hat aber auch mega, mega Spaß gemacht. Ich vermisse es ein bisschen, dass wir sowas nicht mehr machen können. Eine eigene Serie haben wir noch gedreht gehabt und ich muss sagen, es hat genauso mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr vielfältig, dieses Spiel, definitiv. Ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal ja noch Musikvideos nachgemacht, beziehungsweise mit eigenen Ideen verkünstelt. Und wie gesagt, also so ein vielfältiges Spiel habe ich selten erlebt. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht so weit abschweifen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter und beginnen die Story. Viel Spaß dabei und wie gesagt, ja, ich spiele in Part 1 bis 3 nochmal von GTA 5, da mir ja die in meinem Ordner noch fehlen auf YouTube, da ich sie in meinem alten Kanal gemacht habe und den ja mittlerweile schließen will, wollte und schließen werde, den alten Kanal. Aber wie gesagt, Volles Gamer House bleibt bestehen, von daher viel Spaß. So, jetzt gehen wir mal gehen hin. In the back! Come on! Let's go! Hands right your back! Oh, come on, mister! We're giving you everything you want! Don't even think about it! I'll do it! I'll do it! Oh, God. Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Pay attention! Hurry! Em! Get these assholes in the What's closet! What's he doing? He's gonna kill us in here! Leave us alone! We didn't do shit to you! You! I said the closet! Get him in there! Come on! On your feet! In the back! Come on! Komm low. All set! Phone it in! I'm calling it! So, wir gucken uns nochmal ganz kurz um. Noch läuft keine Zeit ab. Manche Visionen sind hier auch auf Zeit. Bobbycar Security. Ja. Ja, aber auch, ich muss ja sagen, mittlerweile haben sich auch viele Fangruppen gebildet. Auf Facebook, Instagram etc. Oder allein im ganzen Netz sind sie auf jeden Fall vertreten. Ja, und bekannt sind sie auch natürlich durch viele Glitches. So, dann zünden wir mal das Ding. Ah, verdammt, ich wollte dann vorne Geld und Länge. Depends on how you look at it. We gotta move. Also alles beginnt mit dem Bankraub. Willkommen, das ist Michael. You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Move. Gucken, kann man noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas einkaschen? Nee, ne? Ne, das haben wir uns übersehen hier. Alter, was ist das denn für eine Tasche da?
I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. You hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this! It never is! Come on, go! Drop it, prick! You shouldn't have been a cop! Move! 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 What the fuck is this? Get out of the way! Keep going forward! Get down! Let's move! Come on! Blame the pricks who called you out here! Can't be many more cops in this town! Bring them! This is fucked, man! The thing is blown! I got my share! It's still wide open! Fuck these guys! Move! We're coming through! Don't be as dumb as you look! Dumb fucking cops! Don't be an idiot! Wrong profession! I ain't laying down for this! Get out of here! Car's up here! Let's go! Kid might have failed! This wasn't in the job description! They answered the wrong call! Get their faces! Let's go! Get to the car! He better be there! You. Wie gesagt, Welcome to Ludendorff. Damit fing die Geschichte an. Get in here! What took you so long? Shut the fuck up and drive! Woo! You see that shit? Fucking put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real. Alles mit einem Bankraub. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck!
down back. Ah! The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Ah! Ah! Out of here! Oh, Jesus! Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go! No! Motherfuckers! You fucking cocksuckers! I'm standing here! Finish me! Fucking die, all of you! Kill me, you pricks! Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps you should not. Rockstar Games presents. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody. And the Rockstar Nord production. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Grand Theft Auto 5. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. We'll be right back.
just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, Damon's and Franklin. There's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody... Der zweite im Bunde. What you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oder dann blau. Yeah, I forgot, huh? Gene Sim, returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? Ich nehme auf jeden Fall den weißen. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Oh, I got your phone, goddamn. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Alright. Also Franklin ist so eine kleine Kleinkriminelle. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard the talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Hang her right there. Yeah, whatever you say. I'm schooling your ass, boy. Whatever, homie. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Oh, shit. Ja, klar. We filming shit here, huh? You gotta watch out, fool. Hey, look out for yourself, dog! No. Ja, man merkt, dass die Karre noch nicht getuned ist. Nickels and dimes? I stick to repos, dog. Keep up, homie. If you want to chunk them things. Hey, be careful. We going left into this parking lot. Okay. Ach. Wie schwimmt die Karre? What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass.
Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Alter. Fahr drüber. Naja, gut. Sie fährt noch. Genau, mit der Mission hier kann man sich über Wasser halten. Ah, okay. Kann es mir zeigen, ich hätte mir gerne die Karte gezeigt, gleich. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he reel him in, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? This jump change, how I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch if I ain't got a fat peas eye? Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got it. So, dann kann man Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliehen etc. fahren. Und halt natürlich die Ausdauer und Lungenvolumen. Ich habe am Anfang natürlich ein bisschen alles erklärt. So eine Art Intro-Dings wie bei jedem. She more like GTA-Teil, aber richtig gut gemacht, muss ich sagen. I'm bad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. You get some bitches on your dick.
Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Also ihr seht es ja oben links, wird ja eigentlich vieles erklärt auch. Wie gesagt, im Bett ausruhen, ihr könnt euch eine Klamotten anziehen, wie hier zum Beispiel. Dann kann man die Outfits wählen. Aber man hat doch nicht viel, aber in Klamottenläden kann Zeug kaufen und. Also das ist schon. Mützen aus. Gut, ist noch nichts vorhanden. Are you cooking for me tonight, boy? So, das sind die Medipacks. Die sind eigentlich käuflich, erwerblich oder fast, sagen wir mal, in häuslichen, öffentlichen Einrichtungen auf jeden Fall verfügbar. Und man hat auch, die haben auch schon viel aufs Detail geachtet, wenn man hier zum Beispiel, sagen wir, ein bisschen Pisswasser trinkt, also Bier. Wenn man viel zu viel trinkt, da ist man schon ein bisschen lala am Kopf. Okay. Also auch wenn man so an den Wänden guckt, die Bilder und. Aber wie gesagt. I'ma have a gentleman calling later. So make yourself scarce. Hey! You act like you can't call nobody! What a load of BS! Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch.
Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Umso mehr Missionen man macht, umso mehr öffnet sich praktisch die Karte. Also die ist schon sehr, sehr umfangreich. Aber wie gesagt, ich spiele die ersten Parts von 1 bis 3, weil die mir auf meinem aktuellen Kanal fehlen. Beziehungsweise ich die gern wieder hätte. Da ich ja damals einen Zweitkanal oder einen Erstkanal damals hatte und den überhaupt nicht so gepflegt habe und deswegen, ja. Erspiele ich, wie gesagt, hier nochmal den ersten. Die ersten drei Parts. Ja, vielleicht können wir uns ja schon mal. Eine Knoche erwerben. In den Ammo-Shops gibt es fast überall. Ah, 50 Dollar haben wir nicht mal. Naja, vielleicht kriegen wir dann noch eine. Ach ja, stimmt. Ich meine ja. Okay. Ah ja, das war nicht dann drin. Ich verstehe, verstehe. No Parking, na, das ist das perfekt für uns. You owe me 20 bucks. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month. Huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together. I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, what's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes-master-ass nigga. If
Franklin ist schon eine Kiste eigentlich, wenn man das so mal so betrachtet. Im Gegensatz zu dem anderen, der ist voll der lange Lauch. Ja, wir nehmen mal eine andere Karre. We got a job to do, man. You being a dick, you know that? I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Oh ja, klar. Jawohl. Eigentlich sollte das hier rüber gehen. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Naja. That motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Look, we go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. Jetzt will ich bin aber nicht noch mitnehmen. We get to book his ass and jack him for all this shit. The fuck you talking about? Psychotic, hey, man. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Hey, what's going on, brother? Repeat after me. Hey! Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me! Run for sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Mamo! Fucking die! Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Just for our luck, homie! Find your bitch ass and cover! Bite. And then the motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your pink slip.
Man, we'll get this shit done. Man, this is fucking crazy. You, driving, right? Let's get it, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. No! Yeah! Damn! Motherfucker's getting away from us! That's because he's sitting on 140 cubic inches right here, nigga. Oh, shit, Professor, you're right! Look out that way! Don't get careless, homie. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. We want your bike, bitch! Damn, wreck! Get that bike back! Shoot him down! Shoot that motherfucker! Time to get that shit up, no credit, motherfucker. You piece of shit, my boy! What? That's the bike we came for. Bye-bye, asshole. You slipping, fool. Take the bike and meet me at the car wash round the way. All right, I'll see you over there. Kruzifix, ohne zu blinken, abgebogen. Freelance-Blickle. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! What's wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too... So.
Dann würde ich fast sagen, machen wir hier erstmal einen Break. Dann geht es dann in Part 2 dann hier weiter. Also gleich im Anschluss. Dann danke schon mal fürs Zuschauen und ja, bis gleich.